Ayo, was geht, Freunde? Ike am Start für euch. Herzlich willkommen zur nächsten und letzten Folge von Let's Play Atomic Heart. Das letzte Video stehen geblieben, weiter geht's. Wir haben noch circa eine halbe Stunde vor uns. Sind kurz vor Ende und ja, gehen hier Können rein. Wir, Major? Alles klar, gehen wir. Alles klar, gehen wir. Humanismus 2.0. Letzte Episode, Freunde. Wir sind kurz vor Ende. Ich freue mich auf das Finale, ich bin gespannt. Tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Oh, Scheiße! Nicht schon wieder! Nein! Nicht jetzt! Nicht hier! Digga, der hat ja richtig Schiss davor. Was ist denn los? Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Digga, was ist das denn? Wir sind Monster im Dunkeln, mein Junge. Auch da haben wir schon darüber geredet. Ja, dieses Donnie Darko-Kostüm, Digga. Aus der Bibliothek meines Vaters. Alter, ist das creepy. Oh, dieses Blut, Digga. Kranke Scheiße. Fand ich ein. Das mich jetzt daran hindert, der Welt mein Wissen mitzuteilen. Dieses Buch ist die Gier und das Digga. Die Leute haben Tanz, sich der Wissenschaft zu widmen. Auf der anderen Seite der Welt. Hier kann ich nicht lang. Geld. Und auf dieser Seite kriegen sie mit der Macht der Massen. Wissenschaft zerschmettert von den Wasser, Beste. Der aktuellen Gesellschaftsordnung, nicht der Menschheit, sich voll zu entwickeln. Hinfort mit dem Geld. Nee, es ist eine kranke Kacke. Psychokranke Scheiße. Aber für das Erstlingsprojekt von Mundfisch muss ich sagen, Respekt. Das erste Spiel mit der Atomic Heart, das wir rausgehauen haben, geisteskrank. Bin gespannt, was noch mehr von denen kommt. Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, und da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte, aber seit sie verstorben ist, ach, schmolzt du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Puh, wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayeva, Codename Blesner, Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Sechenov, bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht und aus dir machte Sechenov ein Monster. Ja, sowas ähnliches habe ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich habe dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Tut mir leid, aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart, alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Winde verstreut. Verdammt. Hast du eine Waffe rumliegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee. Jag dir eine Kugel ins Hirn, aus und vorbei. Dann kannst du Sechenov jeden in einen endlosen Fleischsack verwandeln. Erst die Sowjetunion, dann den Rest der Welt. Wenn du es kapiert hast, dann steh auf. Ich geb dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten. Was ist los? Zunge verschluckt? Achten Sie die Tradition, Major. Genosse Sechenovs Taten verlangen Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin Sinaida,
Chariton Zaharov. Chariton, du Schlange, du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymerglimmer. Warte mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Setzenow hat sie nicht mehr alle, den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Setzenow muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner. Also gut. Was hast du denn alles in deinem Waffenschrank? Digga, es ist geisteskrank, Alter. Krass. Wie alt ist unsere fucking Schwiegermama, Alter? Okay, warte mal. Liebling. Laber mich nicht von mir, Liebling, jetzt, Digga. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß. Warte mal, automatisch sortieren, genau. Tschüss. Okay, so, warte mal. Bisschen weniger Shotgun-Muni. Bisschen weniger Pistolen-Muni. Das ist okay. Hab ich nur 3 Stück, Digga. Warte. Munition. Verfickte Kacke, Alter. Ich mache mir große Sorgen. Ich glaube, du bist in Gefahr. Wie meinst du das? Ist der Pausenraum nicht mehr sicher? Nein, schöner Mann. Mein Raum ist für dich immer sicher. Ich lasse niemanden rein, wenn du da bist. Und woher kommt dann die Bedrohung? Von deinem Handschuh. Er manipuliert dich. Sieh ihn aus, dann sind wir zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Oh Mann, warte mal kurz. Warte mal kurz, sie labert mir zu viel. Hab ich noch 438, tschüss. Charakter. So, das haben wir. Erfrierungen. Das nehme ich noch mit. Handschuh, mir reicht's jetzt langsam. Aber ich habe recht, Schatz. Und ganz wichtig... Ja, du willst mich doch nur töten. Vergiss es. Wie kannst du nur sowas denken? Ich töte jämmerliche, kleine, notgeile Würstchen, die in mir sein wollen, obwohl ich nur dich will. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du aufhören sollst, Menschen zu töten? Das habe ich nicht in der Hand. Warte. Ich kann nicht anders. Dann so. Wirst du mit dem Handschuh klarkommen müssen. Okay, quatsch nicht zu viel. So, let's go. Und gut ausgerüstet, Leben haben wir auch. Dräng mich nicht. So, jetzt bringen wir den Hurensohn um. Besiege einen Zwilling. Krass, die ist unsere Schwiegermutter. Voila, hat eine schöne Frau. Er hat eine sehr schöne Frau, muss man sagen. Der Sniffords kämpft gegen unsere eigene Ehefrau gefühlt, so weißt du, ich meine so. Warte kurz. Energie der Zwillinge. So wie du kann ein Zwilling Energie ansammeln, um seine Angriffe zu verstärken. Greife ihn an, um ihm seine angesamten Energie zu entziehen und zu schwächen. Ist das links oder rechts? Ach, ist doch egal. Du hast keine Ahnung, wie recht du hast. Warte mal kurz, hab ich... Ne, hab ich nicht, scheiße. Wir müssen nach oben!
Major, kämpfe! So, warte mal. Let's go. Komm doch mal. Shit. Hat's gereicht? Let's go. Digga. Ich glaube, es hat gereicht. Let's go. Sie ist tot. Oder? Ist sie tot? Ich hoffe, sie ist tot. Es ist unsere Frau, Digga. Also seelisch gesehen ist es unsere Frau. Oh nein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Digga. Kranke Kacke. Kranke Kacke, Alter. Es geht nach oben. Atomherzprojekt. Am 14. Februar 1951 vom Geheimkongress des KPDSU-Zentralkomitees genehmigt. Das Ziel ist die Ausschaltung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wechsel des politischen Regimes, Abschaffung des Kapitalismus, Einführung des Kommunismus. Aufbau sozialer und moralischer Ideale in Übereinstimmung mit sowjetischen Ansichten. Digga. Die Methode der Umsetzung. Ich hoffe noch, dass wir ein Ding ins bekommen, weil ich würde mir gerne eine Kapsel geben. Eine Kapsel für Schaden und so. Abschaltung von Atomkraftwerken. Effektive Deaktivierung des Atomherzens Amerikas. Vollständiger Abtritt der Regierung und Machtübernahme. Oh Mann, ey. Was ein geiles Spiel. Also ich muss sagen. Und das Game ist extrem krass. Nun, Sergei, erst verkaufen Sie Roboter, dann verschenken Sie sie als Hilfeleistung. Wenn die kritische Masse erreicht ist, übernehmen Sie alle Kraft. Okay. Da kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Stellen den Strom ab. So. Okay, das sieht sehr stark nach dem Endboss-Raum aus gleich. Also ich hoffe, dass gleich, Digga, nochmal ein Dings kommt. Kann ich mir den ganzen Rest noch reinpfeifen, der halt funktioniert und dann... Ja, geil, perfekt, okay. So. Bitte Vorgang auswählen. Warte mal kurz. Erstmal Kartuschen. Da lege ich 2 weg. Ich lege 3 weg. Da kann ich das so machen. Verbesserung, Kartusche, genau, installieren. Verbessern, da geht es mehr, Digga. Ich brauch 6 von den Kackdingern. Kann ich da vielleicht irgendetwas demontieren, dass ich das bekomme? Nein, sieht nicht so aus. Was will ich das demontieren? Ach doch, Digga. Doch, kann ich machen. Okay, warte. Scheiße, falsch. Das ist das eine.
Rein mit der Kartusche. So, okay, let's go. Machen wir die Kartuschen rein, so. Alles klar. Du und? Na, warte. Boss? Beschützen. Nun, Charitons, bist du stolz auf dich? Larissa, Sinaida und du wart ganz schön fleißig. Aber Sergei, ich dachte nicht, du würdest wirklich so naiv sein, mein Junge. Sei still! Du hast mein Gedächtnis gelöscht! Bin ich ein Spielzeug, so wie alle im Kollektiv? Was glaubst du, wer du bist? Beruhige dich, Sergei. Ich sehe schon, du bist sehr aufgebracht. Ich kann es dir nicht verdenken. Aber du, Chariton, du solltest dem Jungen helfen, nicht an seinen Fäden ziehen. Ich? Jetzt gibst du mir die Schuld? Wer beraubt denn hier jeden seines freien Willens und macht ihn zu einer Puppe? Und es war nicht mein Wunsch, ein sprechender Glibberhaufen zu sein. Du bist doch froh, dass es passiert ist. Du benutzt jeden, um dein Ziel zu erreichen. Auch mich und deinen Agenten. Gib es zu! Ich hatte euch beide verloren und eure Leben gerettet. Ihr seid beide wissenschaftliche Wunder. Du bist mein bester Freund, Chariton. Und der Major ist für mich wie ein Sohn. Dann sind diese beiden wie deine Töchter und all jene, die du mit dem Kollektiv verbinden willst. Deren Verstand du kontrollieren wirst? Was sind sie für dich? Millionen Pflegekinder? Sie sind doch alle nur Schrot für deine Mühle, Dimitri. Mein Wunsch für die Menschheit war eine fantastische Zukunft. Unvorstellbare Errungenschaften. Mein Wunsch war ein Weg zu den Sternen. Haltet das Maul, beide! Und Hände hoch! Du sagst ihnen jetzt, sie sollen zurücktreten. Ich zähle bis drei. Eins. Ein Jammer. Zwei. Ein Jammer, dass du die Situation eskalieren lässt, ohne eine friedliche Lösung zu suchen. Aber du stehst dem Fortschritt nicht im Weg. Rechts, links, vernichten. Na, ganz toll. Na, fantastisch. Alter. Aua. Oh ne, Digga. Leg nimm mal deine Fuß weg. Leg mit dir, du Ekelhafte. Scheiße, Digga. Oh, was ein Tritt. Oh mein Gott. Holy moly. Ey, chill mal. Digga, kranke Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Geh da weg. Was um alles in der verdammten Welt ist das? Gib nicht den Maschinen die Schuld. Ach, verdammte Scheiße. Das Scheiße, sind kalte, harte Fakten. Geladener Waffe in mein Büro. Wo bleibt da die Freundschaft? Wo der Respekt? Was ist mit deinem Respekt für alle anderen? Let's go. Gern ist im Arsch. Oder? Wird die Welt von Schmerz, Leid und belangloser Aggression wie oh mein Gott, Digga. Der Klassiker. Um also alle glücklich zu machen, müssen wir nur die Unglücklichen töten. Richtig, Dr. Sechenov? Aua. Au. Hey.
Nicht die Roboter töten Leute, sondern die Leute, die sie dafür erschaffen. Also, Schönheit. Was schwafelst du da, Charity? Wir haben das alles zum Wohl der Menschheit getan. Diese beiden Roboter machen mir also zum Wohl der Menschheit das Leben schwer? Digga. Muss ich die anderen noch besiegen, oder war's das jetzt? Du elende Sergei, Stück du verstehst Scheiße. Das nicht! Charity manipuliert dich! Er erlangte Zugang zu dem Voskhod-Modul in deinem Gehirn und sandte dich ins Limbo. Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich mit dem Kollektiv-Update beschäftigt war. Er war es, der Molotow getötet hat. Sag mir, Charity, hast du Dr. Filatova dasselbe angetan? Hast du meinen Agenten benutzt, um sie zu massakrieren? Ich hab genug von deiner Heuchelei, Dimitri. Ich hab deine ganze Schmutzarbeit für dich erledigt. Aber warum mussten sie denn sterben? Warum hast du das getan? Du Mistkerl, die ganze Zeit... Ich hab genug von dir, Major. Deine Arbeit ist getan. P3, mein Junge. Steh auf. Steh auf. Was willst du? Ich will, dass dies alles endet, Dimitri. Ich will, dass deine erbärmliche Menschheit erkennt, sie hat keine Zukunft. Es ist Zeit, zurückzutreten und Platz zu machen für die nächste Phase ihrer Evolution. Charity, du bist abgrundtief böse. Was? Was hast du mit der Menschheit vor? Und mit Kollektiv? Du solltest nicht etwas als böse bezeichnen, nur weil du es nicht verstehen kannst. Das Böse ist ein abstraktes Konzept. Dein Denken ist limitiert. Du bist ein Mensch. Eine Spezies, die bald ausgestorben sein wird. Das wurde mir klar, als ich selbst aufhörte, menschlich zu sein. Deine Limitationen hindern dich daran, die Wahrheit zu sehen. Die dummen Menschen wollen sich nicht weiterentwickeln. Alles, was sie wollen, ist, es sich bequem zu machen, auf Kosten anderer. Du wolltest dich nie dem großen Netz anschließen? Nein! Halt, Charity! Nein! Ich hab's mir anders überlegt. Agentum-Einheit betrat Dr. Sechenovs Büro, fand jedoch keine Spur von ihm. Teilweise rekonstruierten Aufnahmen zufolge scheint sich das humanoide Neuropolymer-Objekt Dr. Sechenovs Leiche genähert und sie völlig verschlungen zu haben. Na
nach den im Bericht beschriebenen Ereignissen verließ das unidentifizierte humanoide Polymerobjekt Dr. Sechenovs Büro und verschwand. War es das? Warum habe ich jetzt diese Dinger in... Egal. Ja, war es das jetzt, Digga? Ist es fertig? Sieht so aus. Warten wir noch ein bisschen. Mal gucken, was noch kommt. Bei der Mucke würde ich auf jeden Fall leise machen. Warte, wenn ich das Video überspringe, was passiert dann? Atomic Heart, okay. Ich bin wieder im Hauptmenü. Okay, ich kann weiter Neues Spiel Plus kann ich zur Anlage zurückkehren. Trapped in Limbo, okay, krass. Na gut, Freunde, wir sind durch. Okay. Ja, Freunde, das soll es gewesen sein mit dem Let's Play zu Atomic Heart. Kann sein, dass es noch DLCs gibt. Ich werde mir das vielleicht irgendwann mal angucken. Jetzt aktuell noch nicht, es ging jetzt hauptsächlich um das Hauptspiel. Wir haben jetzt die Story durch, es sind insgesamt 11 Folgen gewesen. Ich muss sagen, war ein geiles Spiel, also wirklich ein sehr geiles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand die Welt unglaublich geil, ich fand diese ganze Szenerie mit den 50er Jahren, Sowjetunion, diesen Robotern, fand ich sehr interessant. Der Anschluss zu, und auch, sag ich mal sozusagen, so eine Art Liebeserklärung zu Bioshock, war was sehr Cooles, fand ich sehr, sehr cool. Und ja, insgesamt muss ich sagen, hat das Game wirklich sehr viel Bock gemacht. Ich würde dem Spiel auf jeden Fall echt eine sehr gute Note geben, so 8 von 10 oder gar 9 von 10. Hab jetzt gameplay-technisch nicht wirklich viele Schwierigkeiten gehabt, da jetzt durchzukommen. Man kann jetzt, wie gesagt, trotzdem noch weiterspielen, weil, wie ich es mir schon gedacht habe, und die ganzen Dinger, diese ganzen Testgelände machen, wo die ganzen Aufsätze, wenn man drauf Bock hätte. Ich würde es auf jeden Fall nicht mehr machen. Für mich war wichtig, dass ich das Spiel jetzt durchspiele in der Story. Dass wir das gemeinsam durchspielen. Wie gesagt, geiles Spiel, kann ich nur empfehlen. So jetzt nach einem Jahr Release, muss man sagen. Wirklich hat echt sehr viel Bock gemacht. Und definitiv ein sehr, sehr, sehr geiles Game. Ja, so wird es gewesen sein mit dem Let's Play Projekt. Ich hoffe, das Let's Play zu Atomic Heart hat euch gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Habe es jetzt auch mal endlich durchgespielt. Und wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play Projekt. Seid gespannt, was es wird. Wir sehen uns, ich verabschiede mich. Bis dann, check die Beats und fisch die Zwiebeln und haut rein.